Servus und herzlich willkommen zum Podcast der Jungen Union Bayern, der JU Politikarena. Wir besprechen heute die wichtigsten Themen für unsere jungen Wähler da draußen, was für euch wichtig ist, was euch interessiert. Und ich darf heute einen ganz besonderen Gast begrüßen, Herrn Manfred Weber, den CSU-Spitzenkandidaten für die Europawahl. Hallo. Danke für die Einladung, Julia. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass du hier bist. Und falls du schon mal in unsere Podcast-Folgen ein bisschen reingehört hast, wir haben für jeden unserer Gäste einen lustigen Einspieler vorbereitet. Natürlich auch für dich einen. Und den darfst du dir jetzt mal anhören und dann schauen wir mal, was du dazu sagst. Okay. Manfred Weber. Als Babo von Brüssel dominiert er die politische Bühne Europas. Seine Stimme ist nicht nur gewichtig, sie hat das Potenzial, einen ganzen Kontinent zu bewegen. Und wenn er nicht gerade im Europaparlament bühnenreife Mehrheiten dirigiert, finden seine flinken Finger auf den Weg zur Gitarre. Denn Manfred Weber ist nicht nur ein Politiker mit Fingerspitzengefühl, sondern auch ein Virtuose auf den Saiten. Auf seinem Wertefundament steht er so stabil wie die Pyramiden von Gizeh. Und selbst in den dunkelsten Stunden strahlt er Zuversicht aus. Mit seiner ernsten, besonnenen Art ist er ein Fels in der Brandung, auf den man sich verlassen kann. Denn nichts ist so verlässlich wie ein Manfred Weber. Mit seinem charismatischen Lächeln und seiner unerschütterlichen Begeisterungskraft bewegt er Menschen von Lissabon bis Kiew. Manfred Weber, der Niederbayer, der sich nicht rasieren lässt und heute stärker als je zuvor mit seinem Vollbart glänzt. Er ist das Zugpferd, das Europa braucht und steht an der Spitze unseres jungen und starken Kandidatenteams bereit, die Zukunft unseres Kontinents zu gestalten. Wenn Europa einen Anführer braucht, der mit Leidenschaft, Entschlossenheit und Charisma vorangeht, dann ist dieser Mann zweifellos Manfred Weber. Und? Cool. Ein bisschen zu viel, aber okay. Also schön, danke schön dafür. Das freut mich sehr. Also wenn ich einfach dafür stehen darf, dass man Europa im Herzen trägt, dann ist das das Schönste, weil es mich immer total begeistert hat, total getrieben hat, total angespornt hat, mich für dieses Projekt einzusetzen. Und deshalb, ja, Dankeschön für die Intro. Es freut mich, dass man das auch rausgehört hat. Und wenn man dich ein bisschen kennt, dann weiß man natürlich, wie sehr du für Europa brennst. Jetzt wollen wir aber erst noch mal ein bisschen mehr auf dich als Person eingehen. Du kommst, wie ich übrigens auch, aus Niederbayern, einem der schönsten Bezirke Bayerns. Dem schönsten Bezirk Bayerns. Wenn man das so sagen darf. Du bist seit Jahren Fraktionsvorsitzender im Europaparlament für die EVP und seit 2022, wenn ich mich richtig erinnere, auch Parteivorsitzender von der EVP. Magst du vielleicht uns mal und unseren Hörern erklären, wie du zur Politik gekommen bist und wie du auch zu den Positionen gekommen bist, die du heute bekleiden darfst? Also ich bin im ländlichen Niederbayern aufgewachsen, im Landkreis Kelheim. Wildenberg ist meine Heimatgemeinde. Bin dort Schulgänger, Realschule gemacht, dann Fachoberschule in Landshut, bin dann in München zum Studieren gegangen und habe dann auch Studium, nach dem Studium zwei Firmen gegründet, also bin unternehmerisch tätig gewesen. Und für mich war nebenbei das immer einfach total faszinierend, mich zu engagieren. Ich habe früh in der Landjugend angefangen, katholische Jugendarbeit, so aus der kirchlichen Arbeit raus. Da lernt man halt zu diskutieren, da lernt man halt auch Kompromisse finden, also ganz praktische Sachen für die politische Arbeit. Und auch ganz früh schon Junge Union. Da habe ich das große Privileg gehabt, dass in meiner Heimatgemeinde einen extrem aktiven Ortsverband gegeben hat. Wir haben bei 1200 Einwohnern 80 Mitglieder gehabt. Also praktisch war fast jeder JU-Mitglied. Es war eine schöne Gemeinschaft. Und oft braucht man einfach eine Andockstelle. Wenn du als junger Mensch irgendwo dich engagierst, brauchst du irgendwo jemanden, der geht, komm mal mit und so weiter, hör dir das mal an. Und das große Privileg hatte ich, dass ich da vor Ort Leute hatte. Das hat mich dann politisiert sozusagen. Und ich habe das immer faszinierend gefunden, dass wir halt irgendwie, dass ich mich mit Themen beschäftige, also was verstehen will, durchdenken will, aber dann auch eine Meinung haben will. Also ich denke mal, einfach nur analysieren ist zu wenig, sondern wenn du politisch tätig sein willst, musst du sagen, dann entscheide ich mich auch mit Abwägung aller Argumente, weil es gibt immer Pro und Contra.
aber am Ende halt sagen, hey, also ich glaube, dass das richtig ist. Und dann auch aufstehen, ans Mikrofon gehen und dafür sich hinstellen. Das ist das, was mich dann übrigens auch am Anfang auch Überwindung gekostet hat. Also ich habe Termine im Kopf, wo der Theo Weigel damals Parteivorsitzender war der CSU, in den 80er, 90er, Anfang der 90er Jahre. Und wo ich auch dann als junger Mensch einfach auch ja, schon Kraft braucht habe, ans Mikrofon zu gehen. Irgendwie 200, 300 Menschen hören zu und das war irgendwie schon irgendwie komisch am Anfang, aber mir war dann das Thema so wichtig. Ich wollte es einfach sagen dann. Und wer das spürt, den kann ich nur bitten, sich auch zu engagieren, auch einzubringen, Meinung zu haben und dafür zu werben. Ja, und jetzt ist es genau andersrum. Wenn du irgendwo bist, dann müssen sich Leute wahrscheinlich auch erstmal trauen, ans Mikrofon zu gehen. Aber den Leuten ist das Thema wichtig. Und wenn man mal mit jemandem wie dir drüber sprechen kann, da wird es wahrscheinlich einigen genauso gehen wie dir damals. Aber wie gesagt, einfach aufstehen und drüber sprechen. Genau. Das ist das Wichtigste. Dann können wir gleich weitermachen, weil du bist ja jetzt zum zweiten Mal schon Spitzenkandidat. Also nochmal Glückwunsch an der Stelle, dass du hier für die CSU als Spitzenkandidat ins Rennen gehst. Deswegen glaube ich, dass jetzt die nächsten Wochen, wobei so viele sind es ja jetzt nicht mehr, auf jeden Fall eine stressige Zeit noch bevorsteht, wenn du die ganze CSU mehr oder weniger repräsentierst und eigentlich so auch ganz Bayern, weil ja CSU die einzige Partei ist, wo nur Bayern auf der Liste stehen. Und deswegen steht dir auf jeden Fall eine stressige Zeit bevor. Aber jetzt wollen wir dich einfach mal fragen, wie sich der kommende oder der jetzt schon laufende Wahlkampf für dich von den letzten Wahlkämpfen unterscheidet und worauf du dich aber auch am meisten freust bei dem Wahlkampf. Zunächst ist einerseits stressig natürlich, man ist viel unterwegs, tausende Entscheidungen jeden Tag dann zu fällen. Man ist begleitet von einem starken Team, sowohl in der Partei, euch in der Jungen Union zum Beispiel, aber auch dem eigenen Mitarbeiterteam. Also man hat viele helfende Hände und viele, die mitdenken und mit überlegen, dass wir gute Ergebnisse bekommen. Und ja, der große Unterschied ist das Projekt Europa. Also, dass das irgendwie funktioniert, dass wir hier zusammenarbeiten, was für junge Menschen total selbstverständlich ist mit Österreich, Italien, keine Grenze, gemeinsame Währung und so. Das Projekt kann scheitern. Also es muss jeder wissen, dass auch am 9. Juni um eine Grundsatzfrage geht. Ich kann nur mal die Umfragewerte euch mal darstellen. Wir haben in Frankreich die Le Pen bei über 30% stehen. Wir haben die PiS in Polen als Nationalisten, die auch über 30% stehen. In unserem Nachbarland Österreich ist die FPÖ stabil stärkste Partei in Österreich seit einigen Monaten in den Umfragen. Wir in Deutschland haben die AfD bei knapp 20. Also Gott sei Dank sind wir noch deutlich stärker. Aber das ist die Lage, in der wir sind. Und deswegen können wir am 10. Juni in Europa aufwachen, wo plötzlich im nächsten Europäischen Parlament wir nicht mehr in der Lage sind, demokratische Mehrheiten in der Mitte so aufzubauen, dass wir die Basics machen. Also eine Kommissionspräsidentin, Präsidentin wählen, eine Kommission ins Amt bringen, einfach die institutionellen Aufgaben von einem Parlament, geschweige denn dann auch Inhalte auf den Weg bringen, wie wir digital umgehen, wie wir Klimaschutz hinbringen, wie wir die Wirtschaft stabilisieren. Also da geht es um verdammt viel und deswegen ist diese Wahl schon Schicksalswahl. Jetzt auch mit Krieg, mit Trump, mit all den Themen, die uns da alle umtreiben. Deswegen, es ist verdammt nochmal jeder gefordert, einen Beitrag zu leisten. Ja. Jeder muss jetzt schauen, dass er sich darum kümmert, dass wir als erstes einmal die Leute zur Wahl kriegen, dass die einfach hingehen und dass sie die demokratische Mitte wählen und in unserem Fall heute halt auch Bayern wählen. Und das heißt CSU. Ja. Und worauf freust du dich dann jetzt bei dem Wahlkampf, auch wenn jetzt der ganze Stress und der ganze Druck mal beiseite, es gibt ja auch viele schöne Seiten am Wahlkampf. Worauf freust du dich da am meisten? Das Gespräch. Also mit den Leuten reden, draußen unterwegs sein. Im Moment ist in der Bierzeit ein bisschen kalt, muss ich sagen. Also das Wochenende war ein bisschen kühl, okay. Aber das wird jetzt, glaube ich, schon besser, wenn das Frühling jetzt dann kommt. Und dann unterwegs sein, einfach mit den Leuten reden. Ich genieße das total. Für mich ist es übrigens auch ein Riesenprivileg, dass ich einen Job habe, wo ich einerseits daheim bin, also in Bayern vor Ort bin, unterwegs bin, rede mit den Leuten, auch persönlich in meiner Heimatgemeinde nach wie vor, wenn ich dort mit Vereine oder wenn ich in meine Kirche gehe, meinen katholischen Gottesdienst gehe und so, dass ich da halt meine Freunde treffe und halt ganz normal rede und die sich auch mal beschweren über das, was wir da so machen, einfach verankert sei, aber gleichzeitig in den Flieger steigen, nach Brüssel fliegen und dann über künstliche Intelligenz, über Wettbewerbsfragen, über die Frage Migration reden und auch in dem europäischen Netzwerk, dass man dann mit Leuten wie Donald Tusk in Polen, meinem Vorgänger als EVP-Parteichef oder
Mitsotakis in Griechenland und einfach im Gespräch ist mit den Chefs in Europa, mit den Freunden und Kollegen, um einfach die Aufgaben unserer Zeit zu lösen. Und ich finde, das macht auch Europa aus. Geerdet sein, vor Ort sein und trotzdem europäisch denken und agieren und handeln. Ja, das große Denken, aber dann trotzdem das bodenständige Zuhause, das ist ein sehr schöner Ausklang. Also das hast du sehr schön gesagt. Danke. Dann können wir gleich mal, wenn wir auf das Bodenständige gerade eingegangen sind, auf die Community-Fragen eingehen. Weil wir haben unsere Instagram-Follower gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Und da sind einige Fragen aufgeploppt und wir haben uns ein paar rausgesucht. Mhm. Unsere Follower wollen wissen, was jetzt zum Beispiel der Unterschied ist zwischen einem EVP-Fraktionsvorsitzenden und einem EVP-Parteivorsitzenden, weil du ja als eine Person jetzt beide Ämter bekleiden darfst. Also wo ist da der Unterschied? Der Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament hat die Aufgabe, die 180 Abgeordneten, die wir sind, aus ganz Europa, aus 27 Ländern, übrigens allein in unserer eigenen Fraktion, der christsozialen, christdemokratischen EVP-Fraktion, haben wir 50 verschiedene Parteien. Also es ist ein Riesenladen, extrem komplex. Mhm. Müsst ihr mal vorstellen, ganz Europa, alle Länder, 27, und da gibt es wieder verschiedene Parteien in den Ländern. Und meine Aufgabe ist es, einerseits zu koordinieren, also einen Kompromiss zu erarbeiten. Und da bin ich stolz darauf, dass wir als größte Fraktion auch bei den Abstimmungen die geschlossenste Fraktion sind. Also es muss uns gelingen, einfach auch mir als Chef einfach eine Atmosphäre zu erzeugen, wo alle an Bord sind. Wir haben ja keinen Fraktionszwang bei uns in Brüssel, so wie man es im Landtag und Bundestag kennt, wo immer alle Fraktionen gleich abstimmen, also die Fraktionen intern alle gleich abstimmen. Also ich muss versuchen, immer alle zu überzeugen, alle mit an Bord, bei jedem einzelnen Text, den wir am Tisch haben. Und es gelingt einfach mit Ernst nehmen, mit Einbinden, mit Familie sein, mit Team sein. Wir erreichen gemeinsam viel mehr. Und da bin ich froh, dass das gut gelingt. Und die zweite Aufgabe des Fraktionschefs ist Führung zeigen. Also dann Orientierung geben, halt sagen, die Schwerpunkte setzen wir. Beispielsweise haben wir schon vor eineinhalb Jahren begonnen, gegenüber den Linken im Parlament zu sagen, hört's auf, neue Vorlagen, neue Auflagen für unsere Bauern zu erzeugen. Genug ist genug. Wir haben hohe Umweltstandards, jetzt hört's auf damit. Das haben wir vor eineinhalb Jahren begonnen, waren da auch in einigen Bereichen sehr erfolgreich, haben da einiges gestoppt, was da Timmermans und Linke in Brüssel da vorgeschlagen haben. Weit bevor die Bauerndemonstrationen jetzt waren. Und die Landwirte spüren auch, dass sie sich da auf uns verlassen können, dass wir da auch liefern. Also insofern einerseits koordinieren und das andere ist auch Führung zeigen als Chef. Und das Positive jetzt am Doppelhut, also an Fraktion und Parteivorsitz, ist halt, dass ich jetzt auch die Staats- und Regierungschefs koordinieren darf. Also wenn in Brüssel ein Gipfel ist, wo die Chefs, also Scholz, Macron und so weiter, zusammenkommen, dann haben wir Vorbesprechung der 13 EVP-Regierungschefs, die wir haben. Also Karl Nehammer zum Beispiel, Mitsotakis und so. Die kommen dann zusammen, ich leite dieses Gremium und da besprechen wir aus Parteisicht, was sind jetzt die Schwerpunkte. Gerade letzte Woche hatten wir Wettbewerbsfähigkeit, also Wohlstand schaffen und halten. Und das Zweite natürlich Israel, Iran, die Konflikte in unserer Nachbarschaft, die wir da diskutiert haben. Ja. Und dass man das zusammenführt, die operative sozusagen Macht im Parlament, wenn man die größte Fraktion führen darf, und das Parteipolitische in der Parteikoordinierung, das, glaube ich, gibt jetzt der EVP einfach eine konsolidierte Position. Das ist nicht üblich, früher war das immer getrennt, die zwei Funktionen. Jetzt haben die Freunde entschieden, das mir anzuvertrauen. Und ich glaube, man sieht, dass wir dann noch konsolidierter, noch stärker, noch geeinter sind, wenn man die beiden Flanken sozusagen zusammenführt. Ja, vor allem in so einer, ich sage jetzt mal, stressigen Zeit, in der wir heutzutage leider leben, mit den ganzen Konflikten, die Sie schon erwähnt haben, ist natürlich beruhigend zu wissen, dass man Stabilität bei der EVP und bei der CSU findet. Wir haben auch europaweit einen Riesenerfolg. Also ich habe die Partei vor 2 Jahren übernommen. Da hatten wir 7 Staats- und Regierungschefs, also wie beispielsweise Karl Nehammer eben. Und heute haben wir 13. Um euch auch ein bisschen ein Gefühl zu geben, die Sozialdemokraten haben noch 4 in ganz Europa. Das ist der Scholz in Deutschland, der Sanchez in Spanien. Und dann haben Dänemark und Malta sind noch sozialdemokratische Regierungschefs, also 4. Und die Liberalen mit Macron an der Spitze haben 5 Regierungschefs. Und wir haben 13 als Christdemokraten, Christsoziale. Jetzt haben wir vor kurzem in Portugal gewonnen, in Luxemburg gewonnen, in Polen. Ganz ein wichtiger Erfolg von Donald Tusk. Ja. Also wir sind europaweit super unterwegs. Und ich glaube, das liegt daran, weil diese ernsten Zeiten, da glaube ich, sagen schon viel, hey, so das Schwarz und Weiß, das wir auch oft in sozialen Medien haben, einfach die dann sowas die AfD und vielleicht auch auf der anderen Seite dann linke Politiker dann vertreten, das wird die Probleme am Ende
ich glaube, Leute wissen, das wird am Ende die Probleme nicht lösen, sondern das Miteinander, das Brückenbauen, das Zusammenführen von Themen. Und das war immer unsere DNA, unsere Grundaussage, eben soziale Marktwirtschaft zu sein oder Umwelt ernst zu nehmen, aber auch daraus Arbeitsplätze entstehen zu lassen und Soziale im Blick zu halten, also einen Ausgleich zu finden zwischen verschiedenen Interessen. Das mag manchmal ein bisschen komplizierter sein, auch manchmal schwieriger zu verstehen, aber am Ende ist das das, was eine Gesellschaft braucht, damit es funktioniert, damit halt alle an Bord sind. Und das ist das typische, klassische für Christdemokraten und Christsoziale, Brücken bauen aus einer klaren Werteorientierung heraus. Und das hat eine absolute Renaissance. Das kommt zurück in Europa. Ja. Und ich hoffe, dass wir das auch bei der Europawahl schaffen, in Zahlen, in Stimmen zu übersetzen. Ja. Dass wir den Trend von den Regierungschefs auf unsere Bevölkerung in Europa ein bisschen mitnehmen. Dann können wir jetzt gleich noch zur nächsten Frage übergehen von der Community. Und zwar, weil du ja recht viel unterwegs bist, wollten unsere Follower wissen, was dir lieber ist, wenn du wählen müsstest. Brüssel oder Niederbayern? Ja, Niederbayern. Das ist so klar. Das ist 100% klar. Keine Frage. Aber das glaube ich so, also jeder, der in Bayern daheim ist und irgendwie ein bisschen ein Gefühl hat, würde da so antworten. Aber es hat uns Bayern immer ausgemacht, dass wir eben nicht uns damit begnügt haben, dass uns daheim freut und dass wir unseren Freistaat Bayern gut managen, dass die Menschen sich auf die CSU in Bayern verlassen können, sondern dass wir eigentlich immer die waren, die rausgegangen sind. In der Geschichte der CSU hat es da übrigens einmal einen ganz wichtigen Moment gegeben, als wir in den 50er Jahren da die Bayernpartei hatten im Wettbewerb mit der CSU. Da waren zwei bürgerliche Parteien, die beide gesagt haben, wir sind Bayern, ne? Wir vertreten Bayern. Die Bayernpartei hat damals nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, uns ist Bayern genug, wir wollen mit dieser bösen Außenwelt nichts mehr zu tun haben. So war damals die Stimmungslage. Mhm. Und Männer wie der Strauß haben damals gesagt, wir sind auch Bayern, aber wir gehen nach Bonn damals, die Hauptstadt von Deutschland, wir gehen nach Bonn und nach Europa und sagen denen, wie man es richtig macht. Also haben halt einen Anspruch gehabt, einen überregionalen Anspruch gehabt. Und durchgesetzt hat sich eben Bayern mit einem Anspruch, Deutschland und Europa gestalten zu wollen. Und das ist das, was unsere Partei dann so erfolgreich gemacht hat über die Jahre hinweg. Und an das müssen wir immer wieder anknüpfen. Das haben über die Jahrzehnte hinweg immer wieder Parteien, die Spitzenpolitiker auch verkörpert, wie das bei Stoiber und Weigel zum Beispiel auch war in den 90er Jahren. Einer halt Bayern sehr stark, der Edmund Stoiber als Ministerpräsident, Theo Weigel mit dem Euro sehr stark europäisch, deutsch unterwegs, Wiedervereinigung. Und heute ist es auch so. Ich darf Europa ein Stück weit verkörpern in der CSU. Wir haben Markus Söder Ministerpräsidenten, also wir sind da miteinander unterwegs, um deutlich zu machen, das ist eine starke, starke Partei und wir Bayern sind wir da draußen. Man hört uns zu. Ja, und wie gesagt, mit einem Niederbayer an der Spitze kann es schief gehen. Gut, dann schauen wir gleich zur politischen Schlagzeile der Woche. Und zwar hat das Magazin Deutschlandfunk eine deiner Aussagen zitiert. Und zwar ein wichtiger Tag für die Einheit Europas. Und darauf haben sie sich eigentlich auf die Zustimmung des Europäischen Parlaments zur EU-Asylreform bezogen. Kannst du uns und unseren Hörerinnen und Hörern erklären, warum das so, also die Reform so wichtig für die EU, aber auch für Deutschland und Bayern ist? Also warum? Also jeder Bürgermeister wird dir heute erzählen, dass wir draußen einen riesen Druck haben. Also die Bürgermeister kaum mehr wissen, die Landräte, Wo tue ich jetzt den Bus hin, der jetzt am Montag kommt, voll mit Menschen, die da ankommen? Also wir haben Belastungsgrenzen erreicht, wahrscheinlich sogar überschritten, das muss man ehrlich sagen. Und das zeigt aber andererseits auch, dass wir auch als Europäer zunächst mal nicht irgendwie mit gesenktem Haupt da an das Thema rangehen, sondern wir sollten stolz darauf sein, dass er beispielsweise in der Ukraine-Krieg, als der begonnen hat, Millionen von Ukrainern in Europa willkommen geheißen haben. Also die Diskussion von den Grünen, wir würden eine Festung aufbauen, ist einfach Bullshit. Entschuldigung, ist einfach falsch, weil wir haben Millionen Menschen aufgenommen. Mhm. Im Vergleich mit Amerika, mit China, mit Russland und anderen leisten wir als Europäer enorm viel und wir wollen weiter viel leisten. Aber der Staat muss entscheiden, wer reinkommt und nicht die Schlepperbanden entscheiden, wer reinkommt. Und nicht irgendwelche Autokraten entscheiden, wer reinkommt. Wie der Erdogan, der einmal versucht hat, uns zu erpressen an der Grenze und da gezielt dann Flüchtlinge geschickt hat, um negative Bilder zu erzeugen und so. Und da muss Europa hilfsbereit sein, aber nicht naiv. Und das ist genau der Kern dieser Gesetzgebung jetzt. Es gab übrigens dafür nur eine knappe Mehrheit im Europäischen Parlament. Das wäre fast gescheitert. Mhm. Und wir hatten leider Gottes die Situation, dass die Grünen im Parlament, im Europäischen Parlament, dieser Reform nicht zugestimmt haben. Und ich muss ehrlich sagen, wer in der Situation in Europa, wo Migration so wichtig ist, Frankreich, Österreich, Polen, überall wird das diskutiert, wer in der Situation sich am Kompromiss von 25 Staaten in Europa, von den demokratischen Parteien in der Mitte verweigert,
Wenn die Grünen sagen, nee, wir sind trotzdem dagegen und aus Opposition und Ideologie, ich finde, die haben dann auch verwirkt, richtig Europapartei zu sein, ja. Weil wir müssen Konsens finden in Europa, müssen eine gemeinsame Arbeitsgrundlage bei dem wichtigen Thema finden. Und da haben die Grünen keine gute Figur gemacht. Ja, da fehlt das europäische Denken, wenn man das so sagen darf. Definitiv. Ja. Und was genau, also was ist dann so der Inhalt von der Reform, so kurz und knapp mal erklärt? Der zentrale Punkt ist, es gibt, wenn heute in München am Flughafen Menschen von außerhalb der EU ankommen, dann steigen sie vom Flieger aus und gehen in die Passkontrolle. Das habt ihr vielleicht alle schon mal erlebt. Und in dem Zeitraum zwischendrin ist man natürlich physisch schon in Bayern, in Deutschland, Europa, aber rechtlich noch nicht eingereist, weil man erst nach der Passkontrolle dann rechtlich eingereist ist. Und dieses Verfahren werden wir jetzt an der Außengrenze umsetzen. Es wird also in Lesbos, in Lampedusa, auf den Inseln im Mittelmeer, also Menschen werden gerettet, werden dort aufgenommen, dann werden sie in diese Einrichtungen gebracht. Die sind zunächst abgeschlossen, darf man sich nicht frei bewegen. Und in diesen Camps wird dann innerhalb von maximal 4 Wochen entschieden, darfst du einreisen oder nicht, gibt es eine Bleibeperspektive, ja oder nicht. Du musst wissen, dass 60% der Menschen, die bei uns in Bayern ankommen, noch am rechtlichen Verfahren vor Gericht eben weder als Flüchtling noch als Asylbewerber anerkannt werden. Also illegal eingereist sind. Das sind Menschen, die einfach die Grenze überschritten haben, ohne dass sie einen Grund haben dafür. Und das müssen wir zukünftig an der Außengrenze entscheiden, nicht erst, wenn die schon in ganz Europa verteilt sind. Der Staat entscheidet, wer reinkommt und nicht die Schlepperbanden. Das ist eigentlich die Grundbotschaft dahinter. Ja. Und wir führen als Zweites auch einen Solidaritätsmechanismus ein. Das heißt, jedes Land der EU muss auch einen Beitrag leisten. Wenn der Orban zum Beispiel sagt, interessiert mich alles nicht, Europa ist blöd und kümmert mich nicht drum, dann wird er zukünftig zur Kasse gebeten werden. Dann muss er diejenigen, die mehr leisten bei der Migration, finanziell unterstützen. Also wir führen Solidarität in Europa ein. Das sind die zwei Pfeiler. Und mir ist wichtig zu sagen, wir geben damit kein Prinzip auf. Also Flüchtlinge, Genfer Flüchtlingskonvention, eine Errungenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir den Menschen in Not helfen. Uns Asylrecht wird nicht angegriffen. Das Prinzip bleibt. Wir können als Europäer viel leisten. Aber die Vorbedingung ist, dass der Staat die Kontrolle hat. Und das waren lange Forderungen der CSU. Die haben, hast du aber schon 2015 damals beim Syrien, bei der Syrien-Krise, haben wir das damals schon eingebracht. Und jetzt haben wir es in Europa durchgesetzt. Ja, das ist gute Nachrichten aus Europa auf jeden Fall. Dann gehen wir zu den Fake News der Woche. Und zwar haben wir Bürgerinnen und Bürger befragt, wie ihre Meinung allgemein zur Politik ist oder zu Politikern. Und da kamen erstaunliche Antworten und auch ein bisschen erschreckende Antworten. Und was würden Sie jetzt zum Beispiel einigen Wählerinnen und Wählern da draußen sagen, die behaupten, die EVP oder CSU hat ihre Kernwählerschaft verloren und macht nichts dagegen? Was würden Sie da sagen, wenn jemand sowas sagt? Mei, da würde ich einladen, lass uns drüber reden. Ja. Es nützt ja nichts, wir müssen in der Gesellschaft drüber reden. Die Fake News und die ganzen Themen kommen ja daraus hauptsächlich, weil sich so viele Menschen halt in ihre Bubbles bewegen, in ihren Blasen bewegen. Jeder will nur das hören, was er eh schon weiß und damit bestätigt werden jeden Tag. Aber den guten, alten, erfolgreichen bayerischen Stammtisch, wo man einfach zusammensitzen, wo der Lehrer, der Professor, der Bauer, der Handwerker, der Politiker, wo man einfach beieinander sitzt und über die Themen redet und nicht immer einer Meinung ist, um Gottes Willen, aber einfach sich zuhört gegenseitig. Ja. Das ist das, was abnimmt. Und ich glaube, wir müssen an dem massiv arbeiten. Wie finden wir wieder Wege, dass wir in der Gesellschaft einfach miteinander reden und nicht übereinander reden? Ja. Das ist das zentrale Themenfeld. Und in der Sache kann ich nur sagen, Bayern geht's gut. Also wenn jemand vielleicht in der einen oder anderen Sache mal ein bisschen enttäuscht ist, dann soll er sich bitte mal die Gesamtsituation anschauen. Es geht unserem Land insgesamt gut. Nicht jedem geht's gut. Wir haben soziale Fragen nach wie vor. Ja. Aber dem Land insgesamt geht's gut. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wir viele engagierte Menschen haben, die im Verein mitmachen, die im Betrieb, in der Arbeitsplatz ihren Mann, ihre Frau stehen. Aber das hat auch viel mit Politik zu tun. Das war mein Argument, warum ich in die CSU gegangen bin. Ich habe auch nicht mit allem alles gut gefunden, was die CSU macht. Es geht gar nicht in so einer großen Gemeinschaft. Ja. Aber ich habe gesehen am Schluss, hey, haben die letzten Jahrzehnte das Land gut gemanagt? Dass da ist was Gutes rauskommen für die Menschen und sie haben eine Werteorientierung. Also nicht bloß das Praktische, sondern auch die Grundorientierung ist richtig. Und dafür müssen wir aufstehen und werben und kämpfen und argumentieren. Und ich kann da nur jeden einladen, auch im Umfeld, im privaten Umfeld, im Freundeskreis, an der Schule, an der Universität, einfach dann auch zu sagen, hey, ich sehe das anders, ich bin ein JUler, bin ein CSUler und sich einbringen und Position beziehen. Ja. Dann können wir auch unsere Themen, die gut sind, die erfolgreich sind, auch verkaufen. Ja,
Ja, absolut. Vor allem an der Schule ja mit den ganzen neuen Wählern muss man da auch versuchen, die Message und vor allem das Bild der Stabilität der CSU einfach nach außen zu tragen und den Leuten klar zu machen, was das bedeutet, was die Europawahl jetzt dann bedeutet. Das haben sie davor eh schon so gut zusammengefasst. Und ganz praktisch heißt es übrigens auch, wie viele Junge kommen ins Parlament? Also wichtiger Punkt. Wir haben als CSU ja eine Kandidatenliste. Wir haben jetzt derzeit 6 Abgeordnete im Moment. Ja. Wenn wir ein gutes Ergebnis haben als CSU, werden wir die 6 wieder bekommen können, wenn uns die Menschen vertrauen. Und wenn wir ein sehr gutes Ergebnis einfahren, dann ist der 7. Kandidat aus Bayern möglich. Und das ist Konrad Körner aus Mittelfranken, ein JUler, ein junger Kandidat, der übrigens auch bei der letzten Europawahl, wo er noch nicht so gute Chancen gehabt hat, für Europa gekämpft hat, also ein echter Überzeugungstäter ist, der das wirklich aus Überzeugung heraus macht. Und dann hätte auch jeder Regierungsbezirk, ist auch wichtig, einen Abgeordneten, also Mittelfranken, dass auch wieder einer aus Mittelfranken einfach in Brüssel am Tisch sitzt und auf die regionalen Themen Acht gibt und so. Ja. Das können wir versprechen. Wenn man Freie Wähler wählt, wählt man Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt oder was. Gut, und ich habe nichts gegen andere Deutsche, aber ich möchte schon, dass wir Bayern wirklich stark sind. Deshalb, wenn man stark CSU wählt, heißt es jung wählen, in dem konkreten Fall jetzt bei der Europawahl, und es heißt auch Bayern wählen. Ja. Also ich finde 2 starke weitere Argumente. Ja, auf jeden Fall. Gut, und jetzt zum Schluss wollen wir dir nochmal die Möglichkeit geben, unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen, was Europa für dich genau bedeutet. Was ist die Kernmessage für dich? Und weil Politiker immer gerne ein bisschen länger reden, machen wir genau 30 Sekunden. Ich habe hier eine Stoppuhr am Handy. Und dann schauen wir mal, ob du die 30 Sekunden schaffst. Okay, 3, 2, 1. Also Europa ist für mich Heimat. Genauso wie Niederbayern Heimat ist. Und es geht um den European Way of Life, um die Art, wie wir leben. Ob wir das in der Welt von morgen verteidigen werden können, liegt daran, ob wir als Europäer zusammenkommen. Und ich glaube, dafür müssen wir übrigens auch Europäer im Denken werden. Und nicht bloß drüber reden, nicht technisch angehen, sondern emotional angehen. Das ist mein Europa, für das ich stehe. Und ich hoffe, dass die Julia mich jetzt nicht schimpft, dass ich über die 30 Sekunden drüber bin. Du bist sogar drunter. Das waren 27 Sekunden. Das war, glaube ich, der erste Gast, der drunter war. Hey, sehr gut. Also, John, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und dass du dir Zeit genommen hast, für die jungen Wähler nochmal ihnen deinen wichtigen Job mal ein bisschen zu erklären auch, weil ich glaube, einige wissen gar nicht, was du eigentlich machst oder wie wichtig das ist, was du machst oder auch wie wichtig die Europawahl ist. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast in dem stressigen Wahlkampf jetzt. Und wir wünschen dir auf jeden Fall das Allerbeste für den Wahlkampf und dass du die CSU in eine gute Zukunft lenkst in Europa, sage ich jetzt mal. Julia, danke schön für die Einladung. Ja. Danke für das super Gespräch und mir ist überhaupt nicht bange, so viel junge Unterstützung, die ich spüren darf, die wir spüren dürfen. Deshalb miteinander rocken wir das jetzt. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Und nochmal ein herzliches Dankeschön an unsere Hörer da draußen. Mit dieser Podcast-Folge geht es jetzt auch schon ins Finale. Wir haben natürlich das Beste zum Schluss aufgehoben. Und genau, vielen Dank an unsere Hörer da draußen, dass ihr zugeschaltet habt, dass ihr uns unterstützt habt die ganze Zeit. Und wir hoffen, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie uns oder wie mir jetzt persönlich. Das war eines meiner Highlights, wenn ich das so sagen darf. Und genau, schaltet wieder ein, wenn es wieder um die Politikarena geht. Also, Servus und bis bald.